In diesem Video erklären wir mal kurz den Wiesent Werkzeugkoffer WHL 81 teilig. So, was finden wir in diesem Koffer? Ich fange mal hier an. Das ist eine Wasserpumpenzange, die man verstellen kann, je nach Größe des Objekts, was man fassen will. Wird gebraucht für zum Beispiel alles, was sich unterhalb der Spüle befindet, an Rohrleitungen. Das ist ein Hammer, ich glaube selbsterklärend. Dies ist ein nettes Teil, das eingesetzt werden kann, immer dann, wenn die normale Haushaltsschere versagt. Das ist ein Messband. Drei Meter lang, dürfte für den normalen Gebrauch reichen. Dann springe ich mal kurz hier rüber. Das ist eine Spitzzange mit auch einer Riffelung, dass man auch Schrauben oder sowas Ähnliches packen kann. Und auch einen Abkneifer, der ja, benutzt werden kann, falls ein anderes Werkzeug gerade nicht zur Hand ist. Dieses hier ist nur zum Kneifen gedacht. Das ist ein Seitenschneider, wo man also ganz nah ran kann an das Objekt, was man schneiden will. Das hier ist die Kombizange, wo auch Riffelung da ist, um etwas zu packen. Auch wieder eine Schneidkante, aber ein breiteres Maul als bei der Spitzzange. Das hier ist die Ratsche. Diese Ratsche kann Nüsse aufnehmen. Die Nüsse finden Sie hier von 19 bis 6 mm Schrauben. Will so nicht rauf, muss man hier dieses Knöpflein drücken, auch zum Lösen. Dieses Knöpflein löst dieses Kügelchen, damit man das auch mit Kraft betätigen kann und nicht gleich wieder abfällt. Dieses Teil ist zu benutzen, um die Drehrichtung zu verstellen. So ist es zum Lösen der Schraube, so ist es zum Feststellen der Schraube. Ganz nett ist dieses Teil. Ah, da finden wir auch schon die erste Anwendung unserer Spitzzange. Wird auch genauso aufgesteckt, hat dann aber eine Aufnahme, wie wir sie bei den Bits haben. Die werden später nochmal erklärt. Die Bits können also hier auch eingesetzt werden und erleichtern Drehungen, die sehr lange dauern. So, wir waren bei der Ratsche. Zur Ratsche gibt es eine Verlängerung. Und auch ein Knickgelenk, um an unzugängliche Stellen ranzukommen. So, dann sind wir auf dieser Seite fertig. Hier haben wir Maulschlüssel, falls wir eine Schraube lösen wollen oder festziehen wollen.
gibt es hier, das muss man hier so öffnen und dann kann man den jeweiligen Schlüssel, den man haben will, rausziehen, um dann eine Schraube dann zu lösen oder zu befestigen. Die Imbusschlüssel. Wenn man einen raus haben will, dann muss man die darüber beiseite schieben und dann kann man den rausziehen. Die werden zum Beispiel beim Fahrrad gebraucht, um dort Bremsen oder auch Gangschaltung zu bearbeiten. Dann haben wir hier eine Säge. Hier enthalten ist ein Sägeblatt, das sieht danach aus, dass es ein Metallsägeblatt ist. Es gibt auch Sägeblätter für Holz, die man hier einspannen kann. Da sind die Sägeblätter etwas grober. Lösen kann man das, indem man das hier öffnet und dann kann man dieses Sägeblatt hier so entnehmen. Ja, aufpassen. Auf die Bits gehe ich gleich nochmal ein. Wir haben hier noch Schraubenzieher, Kreuzschlitz und normale Schlitz. Dann haben wir hier ein Teppichmesser, nicht zu verwechseln mit einem Cuttermesser, wenn diese Klinge stumpf ist, dann muss man sie hier mit einem Kreuzschlitz, das ist der falsche, öffnen und kann dann diese Klinge wechseln, die man im Baumarkt gesondert kaufen kann. Hier findet man noch eine Reihe anderer Schraubenzieher, die wir da nicht sehen. Hier ist zum Beispiel ein Teil dabei, wo man eine Brille mit reparieren kann, wenn der Bügel locker geworden ist. Um mehr Griffigkeit zu haben, ist dieser Griff dabei. So, dann haben wir noch diese Reihe Bits, die vorzugsweise benutzt werden bei einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber, um Schrauben zu lösen oder festzuziehen. Da gibt es dann dieses Einsteckteil. Wo man ein Bit, ja, also nehmen wir hier mal den Schlitz, normalen Schlitz reinstecken kann. Dieses Teil kommt in die Bohrmaschine oder auch, wie wir gefunden haben, in diese Nuss und im Zusammenhang mit der Ratsche kann man das dann auch benutzen. Was haben wir noch? Wir haben hier normale Schlitz-Bits, dann haben wir Kreuzschlitz-Bits, wobei der Unterschied bei dem Kreuzschlitz gezeigt werden muss. Hier gibt es also das normale Kreuz und zwischen dem Winkel von diesem Kreuz, da gibt es noch eine Einbuchtung, die man bei anderen Bits, nicht findet. So, und je nachdem, welche Schraube man vor sich hat, muss man dieses Bit benutzen. Bei den Kreuzschlitz, also wie gesagt, aufpassen. Es gibt Schrauben, die eben nur auf ein
bestimmten Bit passen. Passen tut eine Schraube dann, wenn sie waagerecht aufgesteckt wird und nicht abfällt. So, dann haben wir hier außer den normalen Schlitz und Kreuzschlitz auch noch diese Torx. Das erkennt man aber bei den Schrauben, wo also dieses Torx-Bit benutzt werden muss. Da passt eben nur das rein. Dann haben wir hier noch ein paar Inbus, die also quasi ähnliche Größen haben wie diese Winkelteile hier. Bits sind immer dann von Vorteil, wenn man viel Windungen überwinden muss und viel schrauben muss. Am besten eben mit einem Akkuschrauber. So, dies ist noch ein Adapterstück für besondere Nüsse, für andere Nüsse, die hier aber in diesem Repertoire nicht enthalten sind. So, das ist der Wiesenkoffer. Dieses Schaumstoff kann man benutzen, um eben das Klappern der Teile zu verhindern.